Questerfolg, nur weg von hier, auf hoher See, 20 Punkte, Ruhm 200. Und wir erreichen die Insel der Ureinwohner. Kapitel 2, neue Verbündete. Neuer Inhalt verfügbar, Und offenbar sind wir nicht die einzigen, die hier vor Anker liegen. Da haben wir es ja richtig gut getroffen. Ach, wie cool. Hups. Kommt er bei uns eigentlich mit? Okay, ich glaube, ich muss zur Leiter. Die haben da drüben auch eine Leiter, aber da möchte ich, glaube ich, noch nicht hoch. Bonesy, wie sieht's aus? Kommst du mit? Ich mache mir langsam ernsthaft Sorgen um dich. Du siehst furchtbar aus. Hau dich mal für ein paar Stunden ins Bett. Naja, wenn ich das nächste Mal einem Bett begegne, werde ich es benutzen. Hoffentlich. War das jetzt ein Tutorial? Leg dich schlafen, tatsächlich. Was machen wir mit diesem Kristallportal auf der Krabbenküste? Solche Kristallportale bilden irgendwie eine Brücke zwischen unserer Welt und dem Reich der Schatten. Diese Welt, wohin unsere Geister verschwinden, wenn wir sterben, ist eine gänzlich andere Existenzebene. Sie ist voller Schatten und Illusionen. Nur selten kehrt jemand zurück, der einmal dort gewesen ist. Aha, und du kennst dich damit aus? Du hast mit den Dingern schon Erfahrung? Nein, ich weiß nur, was sie hervorbringen. Seelenlose Kreaturen, die uns nach dem Leben trachten. Aber ich bin kein Experte. Frag lieber noch einmal einen Zauberer, der sich besser damit auskennt. Oh, wir kennen jemanden, der damals auf der anderen Seite war. Und derjenige hat damals auch seinen Geist, also Bones Geist, wieder beschaffen. Wie hast du deinen Geist wiedererhalten? Vergiss es. Das war etwas völlig anderes. Die Geister fanden damals noch ihre wohlverdiente Ruhe auf der Insel der Toten. Diese Insel ist jedoch verschwunden. Sie ist wie vom Erdboden verschluckt. Aber... Wie ist das möglich? Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber ich weiß, dass wir uns in Acht nehmen müssen. Irgendeine Macht im Schattenreich greift mit seiner Klaue nach der Welt der Lebenden. Und sie ist sicher kein Freund der Menschen. So viel steht fest. Na gut, dann komm mal mit. Komm mit. Klar. Befreit uns und lässt sich sofort befehligen. Voll der devote Mann. So, da kommt er auch hinterhergesprungen. Und wir schwimmen mit riesigen MC Hammer-Hosen zum Strand und sind nicht allein, wie es aussieht. Heda! Kumpel! Hey du! Hörst du das? Nein, was denn? Diese Stimmen! Die musst du doch hören! Egal. Hab mich wohl verhört. Wenn du zu uns ins Piratennest willst, dann geh einfach zum alten Wrack dort drüben im Süden. Wir haben für dich bestimmt noch einen ordentlichen Schluck Rum übrig. Na, das klingt aber nach einem freundlichen Piraten, muss ich mal sagen. Vor allen Dingen für einen Piraten, die müssten eigentlich misstrauischer sein. Aber die Frage ist, wenn er Stimmen hört. Geht's dir gut? Wieso? Habe ich schon wieder einen kleinen Aussetzer gehabt, ja? Ach, egal. Ignorier das einfach. Den wirst du auch bald haben, wenn du hier bleibst. Ach ja, und pass auf diesen Krieger Bobo auf. Der Eingeborene beobachtet unser Lager schon seit Tagen. Wo ist dieser eingeborene Krieger? Er hat sich auf dem Weg in den Dschungel rauf in Richtung Südwesten niedergelassen. Lass dich aber nicht von ihm verzaubern, klar? Die Krieger der Eingeborenen machen gerne rum mit ihrem Voodoo-Zeugs. Werd's mir merken. Gut so. Da war diese Stimme wieder. Oder? Sprich mit dem Eingeborenen Borboa. Bobo, Borboa. Bubu, Baba. Interessant, dieses Schiffswrack. Wie viele Seemeilen es wohl auf dem Buckel hat. Hat wahrscheinlich keinen Kilometerzähler installiert. Arr, ich bin einer von euch, keine Sorge. Halt! Hier wollen wir erstmal ganz kurz wieder ein bisschen Nahrung herstellen. Roher Fisch braten wir uns mal zurecht, rohen Hühnerbollen braten wir uns mal zurecht und rohes Fleisch braten wir uns mal zurecht.
Ich kann auch Stapelbraten, habe ich gerade gesehen. Machen wir vielleicht das nächste Mal. Ob ich nicht das Ende sehe? Natürlich sehe ich es. Der Tod fordert seinen Tribut. Niemand ist vor ihm sicher. Douglas hat er bereits geholt. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Nächste von uns dran glauben muss. Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass er sich mit Douglas Opfer begnügen wird. Ist das hier Douglas? Sieht schon ein bisschen abgenagt aus. Was läufst du hier herum? Ich mag es nicht, wenn man hinter meinem Rücken rumschnüffelt. Was heißt ja rumschnüffelt? Ich bin hier einfach, was? Ich bin der Kerl, der hier das Gold eintreiben soll. Komm, wir bleiben aber der Wahrheit. Ich bin vor kurzem hier an Land gegangen. Und willst uns beim Aufbau eines neuen Piratennestes helfen, was? Nein. Hab ich mir schon gedacht. Aber vergessen wir das Thema. Erinnert mich doch nur wieder an Takarigua. Dort brannte alles lichterloh, bis BOOM! Der Kessel explodiert ist. Alles nur noch schwarze Asche. Und Schuld hat allein Patty, diese verfluchte Hexe. Mann, was hat der Typ denn gefrühstückt? Weiß ich nicht, aber von dem Zeug will ich nichts haben. Der ist offenbar nicht so gut auf Patty zu sprechen, zumindest hat er ihre Hose geklaut, wie ich gerade sehe. Was stimmt denn nicht mit dem? Was ist los mit dir? Mit mir? Gar nichts. Die anderen sind an allem schuld. Erst will Patty uns alle umbringen und dann meutert Harry. Verdammtes, undankbares Pack. Kehrt mir den Rücken zu, bringt meine Männer um. Aber diese ganze Bande wird nicht mehr lange was zu lachen haben. Alles klar, beruhig dich mal. Du steckst wohl auch mit denen unter einer Decke. Ich warne dich, mich hintergeht so schnell keiner. Buß, vernebelter Geist, der scheint so... Der Buß hat doch damals auf Takarigua auch tatsächlich den Alkohol hergestellt. Ich erinnere mich, in dieser Kneipe, und deswegen ist auch der Kessel explodiert. Also nicht deswegen, aber wahrscheinlich der Kessel, mit dem der Alkohol hergestellt wurde, wo wir uns rumgeschlichen haben oben. Falls ich mich recht entsinne. Was hast du für ein Problem mit Harry? Dieser untreue Hund, dieser! Jetzt krieg dich mal wieder ein. Wieso brennst du nicht einen ordentlichen rum und ihr sauft euch alle zusammen ein? Ja, das ist eine ganz tolle Idee. Die hatte ich auch schon. Ich wollte einen ganz besonderen Rum brennen und dann... Rate mal, wen ich losgeschickt habe, um Zutaten zu holen. Und wer nicht zurückgekommen ist. Harry! Dieser hinterhältige Sack. Aber weißt du was? Du wirst zu ihm gehen und mir die Lieferung bringen. Und danach feiern wir mit all unseren Piratenfreunden ein kleines Fest und besaufen uns, bis keiner mehr steht. Bis keiner mehr aufsteht. Was hältst du davon? Klingt vernünftig. Ich rede mal mit Harry, das machen wir. Wo finde ich Patty? Die ist feige geflohen, als ich sie zur Rechenschaft ziehen wollte. Na, ist mir entkommen, das Miststück. Aber es gibt hier nur einen Ort, wo sie sich verkrochen haben könnte. Im Norden gibt es eine kleine Insel. Sieh dich am besten dort einmal um. Im Norden eine kleine Insel, das sollten wir uns merken. Patty versteckt sich im Norden auf einer kleinen Insel und wir reden erstmal mit Harry. Ich rede mal mit Harry. Sehr gut. Dann geh zu Harry und sag ihm, er soll die Lieferung rausrücken. Und beeil dich! Was? Ja, ich habe sie gesehen. Die Geister dieser Insel. Ihre Ruhe ist gestört. Sie kriechen in unsere Träume. Ich rate dir, erlange nicht ihre Aufmerksamkeit. Ja, wenn ich das höre, da brennt mir glatt die Mütze oben. Da brennt der Kopf. So, und wer ist der gute Mann hier? Hallo, Buddy! Hey, du da! Du hast hier nichts verloren. Sagt wer? Das sage ich! Und ich bin hier der wichtigste Mann. Ohne mich hätte hier keiner was zu trinken. Also wirst du tun, was ich dir sage. Ja, das will ich aber meinen. Ich bin noch nicht gut genug. Mann, der wichtige Mann kriegt gleich was auf die Fresse. Ach, was soll's. Dein Brackwasser kannst du behalten. Mann, warum nimmt mich hier keiner ernst? Frisches Wasser ist eine wichtige Sache. Trag in Zukunft einfach weniger dick auf. Irgendwie hast du ja recht. Haben hier bald eh kein Wasser mehr und dann geht sich jeder an die Gurgel. Aber weniger Wasser mehr rum ist natürlich Blödsinn, weil rum gibt's ohne Wasser auch nicht. Die Schildkröte hinten ist cool. Ja, genug Wasser, aber wir brauchen eine Destille. Guck dich um. Hier gibt's doch genug Wasser für alle. Oh, wir haben hier einen ganz schlauen, was?
Schon mal Salzwasser getrunken? Wer das trinkt, hat wohl zu heiß gebadet. Ohne Zugang zur einzigen Wasserquelle hier auf Kila war's das. Kein Wasser, kein Rum, kein gar nichts. Wir sind erledigt. Okay, warum? Warum habt ihr keinen Zugang zur Wasserquelle? Weil wir ständig damit rechnen müssen, einen Speer in den Hintern zu kriegen, wenn wir uns dem Wasserfall nähern. Die Eingeborenen hier stehen nicht so auf Teilen, verstehst du? Mach ihnen ein Angebot, das sie nicht abschlagen können. Ja klar. Wie soll das denn aussehen? Leg ihn doch einen Pferdekopf ins Bett, das Übliche. Gold regelt alle Probleme, aber die Eingeborenen machen sich bestimmt nichts aus Gold. Gold regelt alle Probleme. Und woher soll ich das Gold nehmen? Wir sind hier am Arsch der Welt. Das bisschen Gold, was ich habe, brauche ich, um hier und da die Jungs zu bestechen. Buß kann ja nicht immer auf mich aufpassen. Nee, mit dem Vorschlag gehst du bei der Sache baden. Kannst du mir nicht helfen? Ich brauche echt Hilfe. Aber du kennst mich doch gar nicht. Wissen die anderen, dass euch bald das Wasser ausgeht? Bist du verrückt? Da kann ich mir ja gleich mein eigenes Grab schaufeln. Wenn Buß mitkriegt, dass wir bald auf dem Trockenen sitzen, knüpft er mich sicher auf. Hier traut eh keiner dem anderen über den Weg. Da halte ich mal lieber schön die Fresse. Ja, das übliche Problem von Piraten. Keiner traut dem anderen und man darf dem anderen auch nicht trauen, vor allen Dingen nicht, wenn man ein bisschen Gold in der Tasche hat. Wer kann mir hier etwas beibringen? Was weiß ich? Mich interessieren nur meine Fässer. Es sei denn, du hast Gold. Dann bin ich der Richtige. Was kann der uns denn beibringen? Wo genau ist die Wasserquelle? Geh einfach weiter ins Inland. Halte dich südwestlich, bis du auf einen Wasserfall stößt. Pass bloß auf, dass die Eingeborenen dich nicht gleich aufspießen. Alles klar. Okay, dann kümmern wir uns um das Wasserproblem. Aber erstmal die Frage. Wie gut bist du mit dem Messer? Hey, ganz langsam, ja? Ich will keinen Ärger. Ich meine, wie gut du ein Messer werfen kannst. Mann, sag das doch gleich. Ich würde sagen, ich bin ein ganz passabler Werfer. Ich trainiere jeden Mittag an der Wurfscheibe. Du kannst mich dann ruhig herausfordern, wenn du magst. Die Schildkröte hinten, ich bin immer noch ganz fasziniert. So, ich kümmere mich um dein Wasserproblem. Ich kümmere mich um dein Wasserproblem. Danke, Mann. Hoffentlich bist du erfolgreich. So, dafür muss er uns auch was beibringen. Bring mir etwas bei. Nur wenn die Kohle stimmt. Na toll. Äffchentrainer, wie viel Gold haben wir denn überhaupt? Ich weiß gar nicht, wie viel Gold wir haben. So, vielleicht liegt es auch nur an der Banane, aber aus einem Äffchen kann man einen geschickten Dieb machen. Schleichen lernen, bewege dich lautlos, Panzerknacker lernen, kein Schloss ist vor deinen geschickten Fingern sicher. Dein Schlösserknackentalent steigt um 10 pro Stufe. Meisterdieb lernen, dein Taschendiebstahltalent steigert zum 10 pro Stufe. Einfluss 40, haben wir momentan eh noch nicht. So gut bin ich auch nicht. Ja, das wird noch. Der Buddy kann uns aber eine Menge beibringen, wie es aussieht. Kennt sich aus in der Welt, der kleine Mann mit der großen Fresse. Da hinten wieder Sandteufel. Boah, jetzt kann man mit allen quatschen. Das wird ja dauern. Hey, Red. Was macht so ein Typ wie du auf einer Insel wie Kila? Sag nichts. Deine Nussschale hat Leck geschlagen und jetzt stehst du dumm da. Dich dran, aber leider falsch. Ach was. Oh. Und was hat dein Hintern dann hier verloren? Ich glaube, die Kamera befindet sich gerade irgendwo mittendrin. Mir gefällt dein Ton nicht. Dir ist schon klar, dass du hier unter Piraten bist. Nur weil du neu bist, heißt das nicht, dass es eine Sonderbehandlung gibt. Hab ich auch nicht erwartet. Ich geh dir da mal nicht weiter auf den Keks. Hast ja sicher noch Großes vor. Muscheln sammeln oder so. Du bist also Pirat? Was ist denn das für eine bescheuerte Frage? Natürlich bin ich Pirat. Oh, das ist aber beeindruckend. Wie lange bist du schon Pirat? Als wird dich, Landratte, das was angehen. Ich war schon Piratenkapitän, da hast du noch in die Windeln geschissen. Ich habe schon die ganze Welt gesehen. Ganze Dörfer haben wir geplündert, ohne mit dem Holzbein zu wackeln. Wow, das klingt, ja. Du bist also Piratenkapitän? Ei, hab mein Schiff, die betrunkene Seefrau, vor langer Zeit beim Kartenspiel verloren. Arr. Warum sagst du dauernd arr? Was? Ich bin Pirat, du Waschkopf. Was denkst du denn? Klingt nicht sehr überzeugend.
Was soll das heißen? Willst du etwa behaupten, du glaubst mir nicht? Besser, du gehst mir aus den Augen, sonst lasse ich dich mal eine Runde Kiel holen. Arrrr! Fand ich irgendwie süß. Arrrr! Da hinten haben wir wieder so eine von diesen Spinnen. Was passiert, wenn wir die Spinne ranlocken? Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze! Yeah! Und alle steigen ein. Oh. Oh. Nein! Das wollte ich nicht. Ach, Jotzo, dann greifen wir erstmal die Spinne an. Ich hoffe nur, der Red greift nicht uns an. So muss man mit den Viechern umgehen. Ach, Gott sei Dank ist niemand nachtragend, weil ich aus Versehen einmal wen Falsches geprügelt habe. Ach, du Heilige. Ich glaube, da gehen wir später hin. Da möchte ich jetzt nicht unbedingt direkt, da muss ich nicht. Also da habe ich noch nicht, das üben wir mal später. Hallo, Kolbi! Hey, du bist doch hoffentlich keiner von Boos Idioten, oder? Nein. Gut, ich kann den Sack nicht mehr ausstehen. Mach dir einen auf wichtig. Fast jeder tanzt nach seiner Pfeife. Aber ich lasse mir gar nichts mehr sagen. Natürlich nicht. Du bist ja auch voll Dolby Colby Surround. Gibt's einen Grund für deine miese Laune? Und ob es den gibt. Als wir noch auf Takarigua waren, habe ich das Piratenlager bewacht. Und was gibt es hier zu bewachen? Eine Schaufel voll Sand. Ja und? Wo ist das Problem? Jeder Arsch denkt, die lange Überfahrt hat mich weich gemacht. Ich muss mir mal wieder etwas Respekt verschaffen. Gibt es hier eine Prinzessin, die gerettet werden muss? Oder wie hast du dir das vorgestellt? Du, pass bloß auf, sonst rutscht mir die Faust aus. Erzähl mir von der Überfahrt hierher. Ach, was gibt's da schon großartig zu erzählen? Eines Tages brannte auf Takarigua das Piratennest völlig aus. Ich bin mir nicht sicher, wer das Feuer gelegt hat. Sicher ist nur, dass wohl nichts davon verschont wurde. Unsere Rumvorräte haben wohl einen prima Brandbeschleuniger abgegeben. Und was ist dann passiert? Na, wir haben in Windeseile unseren Krempel zusammengeräumt. Zum Glück war das Schiff von Starbards Tochter im Hafen vor Anker. Wir also rauf auf den Kahn und weg von der Insel. Wollten ja nicht als Holzkohle enden. Patty war also in der Stadt, als das passiert ist. Ist das Zufall? Und wie geht's weiter? Naja, auf hoher See wurde es dann nochmal richtig ungemütlich. Boos hat eine Meuterei angezettelt und wir sind ihm alle wie eine blinde Kuh gefolgt. Dachten damals, der wird schon wissen, was er da tut. Als wir dann auf Kila vor Anker gegangen sind, haben wir uns in zwei Gruppen geteilt. Das war's dann auch im Großen und Ganzen. Okay, mehr will ich gar nicht wissen. Gut. Kann dir doch egal sein, was die Leute über dich denken. Eben nicht. Ich habe mir meine Stellung damals hart erarbeiten müssen. Die meisten Leute, die als Wasserträger anfangen, sterben auch als Wasserträger. Aber den Wasserträger habe ich lange hinter mir gelassen. Wenn du mehr Respekt willst, wüsste ich eine Lösung. Wir prügeln uns. Gewinnst du, wissen die Jungs, dass du es noch drauf hast. Und wenn du verlierst? Was nicht passieren wird? Ich sagte nur, wenn du verlierst. Ja, ja, halt mal für einen Moment den Rand. Mir ist da gerade etwas eingefallen. Na dann lass mal hören. Ah, ich habe deine Aufmerksamkeit. Bin mir sicher, die Idee wird dir gefallen. Pass auf. Du lässt dir von mir die Fresse polieren. Als Wiedergutmachung kaufe ich dir Tafelsilber zum Spitzenpreis ab. Dann habe ich den Respekt der Jungs und du kannst viel Gold machen. Ich denk drüber nach. Bin ich dabei. Bist du ein guter Kämpfer? Zumindest weiß ich, wie ich mich verteidigen kann. Wenn du etwas wissen möchtest, frag mich einfach. Vielleicht kann ich dir ja noch was beibringen. Ah, sehr gut. Was will jemand wie du überhaupt mit Tafelsilber? Gold ist doch viel wertvoller und praktischer. Na, was passiert wohl, wenn sich hier rumspricht, dass ich Gold horte? Richtig, ich krieg kein Auge mehr zu und hab außerdem noch die Eingeborenen am Wickel. Aber Silberbesteck ist viel unauffälliger und bringt dir fast genauso viel ein. Ah ja. Weiß ich nicht. Also echte Piraten nehmen alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Da würde ich sogar meine Hose an den Rumpf löten. Lass uns gegenseitig aufs Maul hauen. Gut, und denk dran. Wenn du zu Boden gehst, kaufe ich dir Tafelsilber zum Vorzugspreis ab. Silberteller und Silberpokale. Ich stehe auf das Zeug. Ja, jetzt zieh endlich deine Waffe.